Hi, ich bin Philipp. Das ist die zweite Folge von KI-Kompetenzen. Heute geht es um das Thema Anfragen verfeinern und ich arbeite mit einem anderen KI-Tool, als ich das letzte Mal gezeigt habe. Das ist nicht GPT-Chat, sondern das ist der Midjourney. Jetzt sieht das so aus. Midjourney ist ein Bot, den man in Discord nutzt. Discord ist ein Chatprogramm. Wenn man sich einloggt bei Midjourney, das sieht so aus, das ist die Seite midjourney.com. Wenn man jetzt hier auf Join the Beta klickt, dann kann man es ausprobieren und dann kommt man in eine Umgebung, die so aussieht. Also da gibt es noch ganz viele andere Menschen, die Dinge ausprobieren und auch ausstellen. Man kann sich gut ein paar Dinge abgucken bei anderen Menschen, die das schon gemacht haben. Ich habe jetzt hier meinen eigenen Server eingerichtet und habe Midjourney, muss das kurz wegmachen, Entschuldigung, habe den Midjourney-Bot damit reingeholt. Das geht ganz einfach, das zeige ich jetzt nicht, wie man das macht, aber man kann dann eigentlich hat man seinen eigenen Raum, wo ich das benutzen kann und deshalb sieht das jetzt bei mir so aus. Also, was ich machen wollte, ist, ich möchte gerne Minion machen. Also Midjourney, das muss man auch sagen, ist ein Bildgenerierungstool, wo man Bilder herstellen kann aufgrund von Texteingaben. Und was ich jetzt machen wollte, ist, ich hätte gerne einen Minion, der aussieht wie Lionel Messi. Und jetzt habe ich geschrieben Lionel Messi als ein Minion. Und die Frage ist jetzt, was muss ich hier eingeben, damit das Bild gut rauskommt? Und was ich jetzt zeigen möchte als Kompetenz ist, ich muss diese Angaben verfeinern, damit die besser werden. Ist jetzt so, dass ich, wenn ich die Bilder anschaue, dann merke ich, irgendwie ist es so ein bisschen okay. Also ich kann jetzt hier erkennen, dass das Messi ist, aber ich erkenne nicht, dass es ein Minion ist. Hier erkenne ich, dass es Messi ist mit gelben Ohren. Bin jetzt nicht so ein Minion-Experte, ob das wirklich schon ausreicht für einen Minion. Hier unten erkenne ich den Minion, aber nicht mehr Messi und ich weiß auch nicht, was das Programm jetzt mit den rauen Augen meint. Hier, das ist vielleicht das Beste. Und dann versuche ich dem Programm feinere Angaben zu machen. Also Lionel Messi, also Yellow Minion. Hier war nicht alles so richtig gelb. Und habe auch noch gesagt, er soll das Argentinien-T-Shirt tragen und habe dann noch High Detail hingeschrieben, dass es viele Details gibt. Und das merkt man, dass dann plötzlich das Gesicht hier feiner geworden ist, auch der Bart, auch hier, man sieht so die Haare sind ein bisschen feiner geworden, aber so richtig gut ist das noch nicht. Also hier, das ist so ein bisschen das Gesicht von Messi, aber nicht mehr so richtig die Minion-Mimik. Und dann ist es, vieles ist dann so gelb-blau, also offenbar sind so die Farbangaben zu Minion und Argentinien-T-Shirt, das hat nicht so ganz geklappt. Dann habe ich das nochmal versucht, ein bisschen genauer auszuformulieren, wie ich letztes Mal gesagt habe, wie wiederum ein bisschen sprechen wie mit einem Kind. Und dann habe ich noch Cartoon-Style hingefügt. V4 bedeutet, es sollte die vierte Version nehmen von Midjourney, das ist die neueste Version. Und offenbar dieses Wearing Argentina Jersey. Jetzt hier habe ich nur Wearing Argentina Jersey. Hier habe ich noch With Number 10. Das hat teilweise funktioniert. Also hier steht die Nummer 10. Und dieser Cartoon Style führt dazu, dass hier die Augen dann schon so sind wie in einem Kinderbuch. Aber ich erkenne jetzt hier Messi nicht mehr. Es ist auch nicht richtig Argentinien-Trikot. Hier ist das Trikot daneben. Ja, also ihr seht, so richtig überzeugend ist das nicht. Dann habe ich nochmal versucht, einfach a Minion dressed in a soccer jersey, Argentina Number 10. Auch das hat nicht richtig funktioniert. Also offenbar ist es mit diesem Trikot, das geht nicht. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man das nicht über das Shirt machen, sondern ich muss vielleicht einfach mal sagen, ein Minion, der Fußball spielt, das Gesicht soll aussehen wie Lionel Messi und die Ergebnisse gefallen mir jetzt doch recht gut, obwohl ich auf keinem dieser Bilder Messi erkennen würde. Aber man sieht hier einfach mal die Leistungsfähigkeit dieses Bots, also was da rauskommen kann. Dann habe ich Folgendes gemacht, also um zu zeigen, wie man die Prompts verfeinern kann. Also ich habe versucht,
einfach von verschiedenen Richtungen hinzugehen. Also versucht zuerst mal über den Minion und dann zu sagen, wie der Minion aussieht, dann über Messi, dass man aus Messi einen Minion macht, dann habe ich es über das Trikot versucht, es hat alles nicht so gut geklappt. Jetzt habe ich noch das versucht, wenn man hier bekommt man von Midjourney vier Möglichkeiten und jetzt kann man darauf Bezug nehmen. Mit U kann man sagen Upscale, also das bedeutet, mach eine bessere Version und mit V kann man sagen, mach bitte Varianten davon. Das habe ich jetzt schon gemacht. Also hier, das sind jetzt vier Varianten von dieser vierten Möglichkeit. Ich habe dann gehofft, irgendwann kommt dann irgendwie das Trikot gut raus. Es hat nicht passiert. Und hier habe ich dann noch den Detailgrad erhöht. Also man sieht jetzt hier schon, das ist echt gute Zeichnung. Weiß jetzt nicht, ob man sagen würde, dass das Messe ist oder ein Minion. Aber irgendwas Interessantes ist es schon geworden. Das vielleicht auch so tröstlich. Also so ganz einfach ist es dann doch nicht, das hinzukriegen. Hier könnte ich dann wieder Varianten machen. Ich könnte nochmal bestimmte Dinge besser machen. Also Upscale zum Max ist dann die beste Auflösung, die es gibt. Ich könnte Remaster machen. Das läuft jetzt gerade im Hintergrund. Da werden wir dann sehen, was da rauskommt. Dann habe ich mit diesem deutlichen Gesicht von Messi habe ich nochmal versucht, Varianten zu machen, die dann alle recht lustig sind, aber irgendwie auch nicht so genügend minionmäßig. Also man fragt sich so, was ist denn da mit dem Gesicht von Messi passiert? Ja. Dann zeige ich jetzt noch eine weitere Möglichkeit, den Prompt zu verschärfen und dann in Bezug auf Midjourney noch ein Hilfsmittel, das einem hilft, die Anfragen zu verfeinern. Ja, das sieht man jetzt hier schon deutlich. Also Lionel Messi als ein Minion und dann Test und dann Creative. Also wird jetzt hier versucht, mit diesen zusätzlichen Parametern wird dem Algorithmus gesagt, was er ganz genau tun soll. Und das sind dann so maschinenlesbare Inputs, die ich jetzt nicht genau verstehe, was die Maschine macht, aber sie sagt, er soll in einem Testmodus und einem Kreativmodus arbeiten, um das besser zu machen. Jetzt sind die fertig geworden. Ihr seht dann, so sind jetzt die, kommen die raus. So richtig Lionel Messi auch nicht, aber hat was. Also das Letzte, was ich probiere, was man jetzt auch machen kann, was grundsätzlich ein Tipp ist, den ich allen geben kann, versucht mit Links oder mit eigenen Daten zu arbeiten. Also der KI Daten geben, die sie dann verarbeiten kann, ist häufig ein sehr guter Weg, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also was ich jetzt hier mache, ist, ich lade das Bild von Messi hoch. Ich kriege dann, wenn ich es anschaue, kriege ich eine Bildadresse, die kopiere ich jetzt und dann gebe ich hier, also ich muss Imagine eingeben. Imagine, Entschuldigung, ich kann nicht mehr gut schreiben, so Imagine, damit der Bot was macht. Und dann schreibe ich das as a minion. So. Und dann mache ich noch Creative, weil das irgendwie recht nett rausgekommen ist. Und jetzt seht ihr, es beginnt das zu verarbeiten. Hätte noch ein noch ein Komma machen sollen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. So, also Minion, Komma, Creative, so, dann kann ich machen High Detail zum Beispiel, um zu zeigen, wie ich das jetzt alles verfeinern kann. Jetzt seht ihr, das ist der erste Entwurf, 62%. 100% schon fertig. Weiß jetzt nicht, was am ehesten wie Messi aussieht. Um das jetzt noch zu verfeinern. Wenn wir das erste nehmen, jetzt können wir vom ersten nochmal Varianten erzeugen und so eigentlich iterativ, Schritt für Schritt, die Maschine dazu bringen, das zu tun, was wir wollen. Und ich glaube, ein bisschen tröstend kann auch sein, jetzt hier zu sehen, so richtig perfekt kommt das nicht raus. Ich werde dann im Blogpost auch zeigen,
was da letztlich die Ergebnisse sind. Also das hier ist dann eigentlich tatsächlich das Beste, was man machen kann. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier das Argentinien-T-Shirt noch hätte, dann wird es noch ein bisschen besser rauskommen. Jetzt ist das bei Midjourney so, dass es tatsächlich Hilfstools gibt, also Promptomania. Jetzt kann ich hier, kann ich den Link einklicken und was Promptomania mir dann macht, es zeigt mir hier oben, was ich eingeben sollte für den Prompt. Also jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier Soccer Messi, Argentina Number 10 und ich sage jetzt noch Minion. So. Und ich kann Gewichte hinzufügen. Ja, mach mal eins. Und jetzt kann ich hier noch wählen, in wessen Stil das sein soll. Ich habe jetzt hier gewählt, ja, ich nehme jetzt mal Caspar David Friedrich und sage jetzt hier noch, das soll Beautiful Symmetrical Face sein. Und dann sagt es mir da oben, das müsste ich eingeben. Na, jetzt habe ich das vergessen. So. Die kann ich wegwerfen, die brauche ich nicht mehr. Genau, und dann gibt es mir oben an, was ich angeben sollte, damit das so rauskommt. Und das kann ich dann bei Midjourney wiederum einfach hier reinkopieren. Und das würde mir dann jetzt Messi im Modus von David Caspar Friedrich machen. Ja, Creative ist nur valid mit Test, also das offenbar weiß es das noch nicht, also müsste ich jetzt hier Test eingeben und Creative. Okay, also offenbar hat das jetzt nicht geklappt. Da müsste ich noch mal ein bisschen nachprüfen, aber auf jeden Fall ist das grundsätzlich die Idee, dass man hier sich helfen lassen kann, um dann wirklich gute Prompts zu finden, die man bei Midjourney eingeben kann. Also, ihr seht, viel ausprobieren, hohe Frustrationstoleranz und dann denken, dass man diese Prompts wirklich auch länger machen kann und dass man der Maschine manchmal Dinge sagen muss, von denen man selber jetzt nicht damit rechnet, dass die funktionieren. Zum Beispiel ein Bild hochladen und ich würde jetzt sagen, die Bilder, die wir hier generiert haben, sind eigentlich deutlich die witzigsten und die besten, die eigentlich dem entsprechen, was ich haben wollte, während das da oben alles nicht ganz so gut funktioniert hat. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.